Die Welt. Europa, Mitteleuropa, Deutschland, Sachsen, Dresden, Pieschen. Doch was ist Pieschen? Der Stadtteil im Westen der Landeshauptstadt blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Damals als kleines Fischerdorf in der Nähe der noch sehr kleinen Stadt Dresden entwickelte es sich rasch zum Hafen- und Amüsierviertel. Doch wie kam es so weit? Die Anfänge des mittelalterlichen Dresden liegen im Dunkeln. Die erste Erwähnung fand um 1300 statt. Pieschen wurde 1292 erstmals als Peschen urkundlich erwähnt. Der Name stammt aus dem Altsorbischen und bedeutet Sandgegend, in Anspielung auf den sandigen Boden in diesem Gebiet. Da die Einwohner in der Regel einkommensschwächeren Schichten angehörten, nahm die finanzielle Lage des Ortes schnell dramatische Züge an. Aus diesem Grund bemühte es sich bereits 1893 um einen Anschluss an Dresden. Nun entwickelte sich das ehemalige Dorf gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zum beliebten Ausflugsziel der Dresdner Bevölkerung mit zahlreichen Weinschenken und Gartenlokalen. Der Pieschener Hafen wurde vor über 150 Jahren im Auftrag der sächsischen Staatsregierung angelegt. Grund war die starke Zunahme des Schiffsverkehrs, die neue Hafenanlagen im Stadtgebiet erforderlich machten. Heute wird es aber auch vermehrt für Freizeitaktivitäten wie Angeln und Erholung am und im Wasser benutzt. Die Molebrücke bekam ihren Namen von der geheimnisvoll blickenden Kunstfigur Mole und verbindet den Elberadweg. Dieser kommt vom Riesengebirge im Norden Tschechiens und zieht sich über 1200 Kilometer bis nach Cuxhaven an die Nordsee. Ein ebenfalls beliebtes Ausflugsziel ist das Ballhaus Watzke. Dieses braut sogar ein nach dem Stadtteil benanntes Bier. Gegenüber des Brauhauses liegt das Elbcenter. Es ist gleichzeitig auch der Endpunkt der historischen Dorfstraße Altpieschen. Diese existiert seit über 800 Jahren. Noch heute befinden sich dort hunderte Jahre alte Häuser. Aufgrund der großen Einkaufszentren wie dem Elbepark oder die Altmarktgalerie sind die Einkaufsstraßen Oschatzer und Bürgerstraße leider nicht mehr so frequentiert wie einst, doch nach wie vor voller Leben. Vor allem spezialisierte Geschäfte wie Münzhandlungen und Feinkostläden siedelten sich hier entlang an. In der Mitte der Bürgerstraße liegt ein stadtbekannter Game-Shop. Direkt daneben befindet sich die Markuskirche. Die evangelische Kirche hat einen 45 Meter hohen Turm. Der rote Backsteinbau wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und kann insgesamt 900 Personen fassen. Relativ zentral im Stadtteil liegt das Rathaus Pieschen. Direkt neben der Kirche und dem Rathaus liegt der künstlerische Galvanohof. Hunderte kunstvoll verzierter Fliesen zieren den Eingang. In dem Hof befindet sich der Werkgalerie Kreative Werkstatt Dresden e.V. Pieschen ist ein charmantes und kreatives Stadtviertel und so treffen sich Künstler und Begabte, um hier gemeinsam Kunst zu schaffen. Siebdruck, Skulpturen, Töpferei sowie Malerei sind die Schwerpunkte der Werkgalerie. Wechselnde Kunstausstellungen schaffen kreative Abwechslung. Ausdrucksvoll geht es auch im Außenbereich weiter. Die gesamten Wände des Innenhofes sind voll mit Graffitis. Diese stammen von Sozialprojekten, die Streetworker der Stadt mit Jugendlichen kreierten. An der Grenze von Pieschen liegt einer der für die Stadt sehr wichtigen Straßenbahnhöfe. Dieser ist gleichzeitig auch Heimatstätte des historischen Dresdner Straßenbahnmuseums. Hier starten im Minutentakt die Busse und Bahnen und sorgen dafür, dass die Dresdner Innenstadt nicht am Verkehrsinfarkt erstickt. Und so beginnt hier für viele der tägliche Arbeitstag.
Zu den besonderen Kirchen der Stadt zählt die ebenfalls zum kreativen Viertel passende St. Josef-Kirche, vor über 100 Jahren aus einem dringenden Bedarf herausgebaut. Damals wuchs die Einwohnerzahl innerhalb von 40 Jahren um mehr als das Dreifache. In gleicher Stahlbetonbauweise wie hier entstand 1906 die Kuppel der evangelischen Kirche in Chemnitz. Ebenfalls außergewöhnlich ist die Raumakustik optimierende Decke in Verbindung mit der tiefgestaffelten Rückwand, die in Zusammenarbeit mit der TU Dresden entstand. Neben dem Architekten war später der Künstler Friedrich Bress maßgeblich an der Gestaltung der Kirche beteiligt. Und so endet die Reise über einen einzigartigen Ort im Herzen Sachsens und Zentraleuropas, umgeben von den Meeren des blauen Planeten. Eine Stadtteil-Doku über Dresden-Pieschen.